Na, ist die Korrektur jetzt schon abgeschlossen oder geht sie noch weiter? Das ist die Frage, die sich viele stellen. Eben gerade habe ich mit Shimizu-san telefoniert. Einige von euch kennen ihn ja noch. Wenn ich in Japan bin, dann bin ich ja dort immer wieder im Interview, einmal in der Woche, und habe dann dort im japanischen Fernsehen über die amerikanischen Märkte, manchmal über die deutschen Märkte gesprochen. Und viele von euch haben auch die Beiträge dazu gesehen oder eben, wenn ich mit ihm dann gesprochen hatte und ihn im Video hatte. Aber jetzt geht das Ganze natürlich über Telefon. Corona sei Dank. Grrr, wer weiß, wie lange noch. Ich hoffe, ich kann bald wieder zurück. Trotzdem, auch in Japan bewegt das natürlich genau diese Frage: Geht der Markt jetzt noch weiter nach unten oder nicht? Und das wollen wir uns mal angucken, ob wir das irgendwie abschätzen können. Denn einheitlich, eindeutig ist das nicht unbedingt. Das ist, was wir hier jetzt sehen, ist der Nasdaq. Und als erstes gebe ich mal zu bedenken, eigentlich müsste der Markt sowas in dieser Form in etwa machen. Das muss nicht so ideal aussehen, wie ich das jetzt hier habe, aber so in der Art. Wir wissen aber alle, viele warten auf den Rücksetzer, insbesondere viele Institutionelle oder die, die es bisher verpasst haben, sagen: Bitte gebt mir doch wenigstens ein bisschen Rücksetzer. 38 Fibo-Marke hat man doch schon mal gelesen. Das ist doch so was Cooles, wo der Markt gerne mal hingeht. Und das ist so ein bisschen die Gefahr, dass deshalb der Markt zwar ungefähr das macht, aber eben nicht mehr ganz erreicht. Also ich könnte mir sogar vorstellen, jetzt machen wir es noch ein bisschen schöner hier oben, dass wir tatsächlich sowas kriegen, und dann auf dem Weg verhungert er nach unten und dreht dann vielleicht vorher. Aber selbst das würde ja zumindest noch mal ein bisschen eine Chance nach unten geben. Wie realistisch ist das, dass es noch mal einmal nach unten geht? Durchaus gegeben, denn das, was wir bisher hier auf der Abwärtsseite haben, hat zumindest nicht so richtig den Eindruck, dass das jetzt hier typisches korrektives Verhalten ist. Allerdings müssen wir auch sagen, dass wir jetzt seit 4. September in mehr oder weniger jetzt in so einer wackeligen Seitwärtsbewegung sind, wo man nicht so richtig weiß. Ich habe hier meine Zählung angezeichnet, die ich mir durchaus vorstellen kann. Die ist jetzt nicht gültig allgemein, dass man sagen muss: Ha, anders geht's gar nicht, das muss jetzt genauso sein. Nein, aber es wäre eine typische Zählweise, auch wenn das hier ein bisschen komisch aussieht. Der war doch noch mal tiefer. Ja, das ist das, was eine Seitwärtsbewegung ausmacht. Das sieht dann irgendwie vielleicht so aus. Das ist jetzt sehr schlecht gemalt. Also vereinfacht irgendwie so: A, B, C mit dem Tief nochmal tiefer. Das ist nicht außergewöhnlich und würde uns erstmal, und das würde ja passen zu der Bewegung, die wir hier haben, nochmal weiter nach oben bringen. Vielleicht so hier auf diese typischen Niveaus, hier die letzte Korrektur in der Abwärtsbewegung. Witzigerweise, die Logik dahinter ist die gleiche, die dieses hier nochmal ansteuern lässt. Aber auch da gilt natürlich, es ist kein Must-Have, dass der Kurs da unbedingt hinkommt. Und es ist auch kein Must-Have, dass der Kurs da exakt dreht. Aber es wäre das typische, das natürliche Bild. So, wie gehe ich jetzt als Händler um? Denn bisher habe ich noch nicht wirklich was gesagt. Häufig kriegt man ja die Frage gestellt: Jetzt sag doch mal konkret, was macht er denn heute Nachmittag um 15:47 Uhr? Wo steht er da? Das ist natürlich Quatsch, das kann man natürlich nicht im Vorhinein sagen, aber als Händler kann ich natürlich entscheiden, wie erkenne ich denn, was ich jetzt als nächstes machen soll oder in welcher Bewegung der Markt ist. Und das ist, indem man sucht. Die sind nicht immer zu finden, das muss ich fairerweise dazu sagen. Aber wenn ich es sehe, dann ist mir das zumindest meine Hilfe. Bekomme ich was Wackeliges nach unten, dann wird es wohl eine Fortsetzung hier nochmal nach oben geben. Wenn er, aber das ist natürlich noch ein wichtiger Nebeneffekt, wenn er dann das Zwischenhoch hier nach oben durchstößt. Das ist ganz wichtig. Das sind drei Komponenten. Ich wiederhole das nochmal. Ich hatte das schon mal irgendwann erwähnt, die aus meiner Sicht sehr, sehr wichtig sind. Das eine ist, ich brauche eine starke Bewegung, damit ich weiß, in welche Richtung ich gucke. Ich brauche eine schwache Bewegung, die mir bestätigt, dass die andere Richtung die stärkere war. So, und dann brauche ich das, was wir Trigger nennen, dass wir dann sagen: Okay, jetzt wird dieses Schwache verlassen, und das ist eben dann ein Zeichen, jetzt wird das Starke wohl wiederkommen. Das ist natürlich nicht, dass jeder Trade auf diese Art und Weise nur positiv sein kann. Das ist natürlich Quatsch. Deshalb brauchen wir ja Stops, deshalb brauchen wir Money Management, können wir mal ein andermal drüber reden. Aber es ist zumindest mal eine Guideline, eine Richtlinie sozusagen, wo man sagen kann: Daran kann ich mich ein wenig orientieren, wenn ich noch auf der Richtungssuche bin. Jetzt gucken wir nochmal schnell auf die Kollegen hier. Das ist nicht großartig anders beim S&P 500. Das ist auch nicht großartig anders beim Dow Jones. Die Vorgeschichte sieht ein klein bisschen anders aus, aber das muss jetzt nicht unbedingt Drama sein, dass das vielleicht vom internen Verlauf hier anders ist. Es steht hier ebenfalls auf der Kippe, und
dass wir nach dieser Geschichte jetzt die Frage stellen, also ungefähr jetzt hier, das sollten wir uns mal merken, wer es nicht sehen kann, 28.400, 500, das ist jetzt überhaupt nicht genau, das ist nur so ein Richtwert, wo der Markt recht realistisch eine nächste Entscheidung fällen kann für dieses oder für dieses. Und das heißt, wir können dann entweder, das ist für die Spätberufenen, dann warten, bis wir so das letzte Tief, das ist mir persönlich zu weit weg von dem Wendepunkt, aber das wäre so ein klassischer Ansatz dafür. Wir hatten das hier vorne auch schon mal, eine starke Bewegung hier, das Wackelige dann hoch und dann das letzte Zwischentief, was dann die Fortsetzung erstmal nochmal wieder andeutet. So, die Alternative dann ist natürlich, dass man dann sagt, okay, wenn wir doch schon erahnen können, dass hier Entscheidungen gefällt werden, hier genauer hinzugucken, ob wir hier sowas eben bekommen oder ob wir hier dann, na, ich muss es auch hinkriegen mit den Knöpfen. Ist blöd, wenn die Tastatur mehr als zwei Knöpfe hat. So, dass es steil nach unten geht hier eben. Das würde eben dann das andere Bild in die, ja, eine Indikation dafür geben. Das Tolle ist, diese beiden sind nicht so schwer zu verwechseln. Die sehen ziemlich unterschiedlich aus. Insofern kann das uns schon mal eine deutliche Hilfe sein hier bei der Entscheidungsfindung. So, Abschluss nochmal auf den DAX. Der DAX eiert auch noch so ein bisschen rum. Er ist noch nicht, hat noch nicht wirklich aufgegeben, hat sich wieder gefangen ein wenig, nachdem der amerikanische Markt ja jetzt doch so stark nach oben ging und der DAX sich mit seiner bärischen Meinung offensichtlich nicht langfristig durchsetzen konnte. Langfristig gut, wir sind im 15-Minuten-Chart. Also insofern da auch nochmal eben die Bewegung nach oben. Viel mehr kann man eigentlich nicht sagen. Wir müssen halt gucken und auf genau diese Indizien eben warten und dann schauen, ob wir daraus irgendwie was machen können. Hier ist übrigens ein schönes Beispiel. Hier sieht man das sehr deutlich, dass das eigentlich die Long-Idee getriggert hat. Wir hatten ja gesagt, eigentlich als Trigger nicht so besonders gut, aber zumindest also als für eine echte Position hätten wir hier nämlich gehandelt. Das wäre jetzt nicht der Burner gewesen, nachdem der Kurs nochmal so runtergegangen wäre. Jetzt ist er zwar wieder da oben, aber das neigt dann doch, dass man zwischendurch mal ausgestoppt wird. Also man sieht schon, das ist keine Garantie, dass jeder Trade in dieser Art dann richtig ist, aber es gibt eine Indikation tatsächlich, in welche Richtung das geht. Und je klarer das Bild und je früher man diesen Einstieg dann eben findet, desto besser oder sicherer ist man dann entsprechend auf der Seite. So, das soll es von dieser Stelle hier zumindest mal gewesen sein. Schauen wir mal, ob wir heute im Trade des Tages irgendwas finden, was sinnvoll verwertbar ist. Wenn ja, schaut es euch unbedingt an. Dort stellen wir unsere konkreten Ideen vor. Vielleicht ist ja was dabei, was für euch auch spannend ist. In diesem Sinne, euch alles Gute und ganz liebe Grüße.